Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life und heute schauen wir uns eine Untertageverlagerung, Abkürzung U-Verlagerung an. Wir befinden uns in Belgien, genaue Standorte etc. werde ich natürlich nicht preisgeben. Deswegen zeige ich auch gleich nur ganz bisschen den Eingang. Wir sind heute, ich zähle mal ganz kurz nach, in Summe 5 Personen mit mir und ein Hund. Der Hund ist auch schon ein bisschen weiter da vorne und kennt irgendwie den Eingang. Und ich würde sagen, wir warten auch nicht allzu lange und gehen jetzt einfach mal gemeinsam los. Und an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank. Das letzte Video ist richtig gut konvertiert. Wir haben knappe 12.000 Aufrufe innerhalb von 24 Stunden. Das ist mein neuer Rekord. Fetten Dank dafür. Vielleicht geht dieses Video auch schnell viral. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ist immer eine schöne Anerkennung für die Videos, die ich mache und für den Aufwand, den ich betreibe. Und in diesem Sinne, danke an alle Kanalmitglieder und alle, die regelmäßig auch mir eine Spende hinterlassen, weil ihr wisst ja, die Fahrzeit und die Hotels kosten ein bisschen Geld, aber an dieser Stelle absolut nicht notwendig, freue ich mich aber trotzdem drüber. Und in diesem Sinne, let's go! So, wer sind Sie? Das Neue, okay. Du bist auch der Neue? So, du musst vorgehen, sonst sieht man, wo wir sind. Und wer bist du? Ah, das ist Urbex. Dein erstes Mal Urbexen. So. Terence, weißt du zufällig noch, was hier gefertigt wurde? Ich glaube, Flugzeugteile, oder? Ja, okay, danke. So, wir gucken gleich nochmal nach, beziehungsweise wenn ich das Video schneide, was hier gefertigt wurde. Und das Spannende an diesem oder an dieser Anlage ist, dass es zwei parallel zueinander liegende Tunnel gab. Ihr habt gerade Tunnel Nummer 1 gesehen. Wir werden auch den einen Tunnel nutzen, um in das Bauwerk reinzugehen und den anderen Tunnel, um natürlich zurückzukommen. Und hier seht ihr auch hier das Portal bzw. der Ausgang, das ehemalige Portal. Auch das ist betoniert, das gucken wir uns später an. Aber wir werden erstmal auf dieser Seite durch den Berg gehen. So. Und hier immer wichtig auf den Boden schauen, wegen der Relikte. Ganz am Anfang dachte ich damals, als ich noch mit Burwechseln angefangen habe, dass das hier eine Panzerwanne ist. Aber es ist keine Panzerwanne, sondern vom Bergbau. Da war hier und da so eine Manschette drüber und dann wurde das bewegt und dann konnte man Abraum darüber transportieren. So ein Förderband ist das, genau, Förderband. Und schaut euch mal an, die Deckenhöhe dürfte hier rund bei 6,5 Meter sein, natürlich nicht überall. Es hat auch gebrannt und hier liegen weitere Elemente vom Bergbau. Aber spannend und das interessiert mich am meisten sind natürlich hier die ehemaligen Befestigungen für die Stromtrasse und man sieht sogar hier noch das Kupferkabel. Das ist mittlerweile grün oxidiert und wir probieren mal aus, ob wir den Hund hier freilassen. Ob er Angst hat oder nicht, das werden wir gleich sehen. Ansonsten nehmen wir ihn an die Leine. Aber wie ihr seht, der hat keine Angst. So, auch hier wieder Bergbautechnik. Und hier sehen wir noch ein altes Rohr, stark verrostet. Ja, und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich war hier schon 3 oder 4 Mal, deswegen weiß ich, dass dem Hund hier nichts passieren kann. Außerdem sind wir 5 Personen. Es hat immer jemand ein Auge drauf. Und hier sehen wir ehemalige Fundamente. Hier waren dann die Fertigungsgeräte drauf montiert.
Welche genau, das ist natürlich heute schwierig zu sagen. Nochmal der Blick zurück. Ich mache ein bisschen heller. Und hier ist der Stein an dieser Seite ausgeschlagen. Und da konnte man dann auch Rohre und so weiter montieren. Spannend auch hier die ehemalige Lüftungstechnik oder das Lüftungsrohr. Ich wollte es ja nicht übertreiben. Hat einen Durchmesser von ungefähr 40 bis 45, 50 Zentimeter und hat auch die besten Tage hinter sich. Ferenc, sollen wir auf der rechten Seite rein und auf der linken Seite zurück? Jawohl. Jawohl, ja, Mann. Alles klar, hast du eine gefunden? Diego, komm. So, ein altes Ölfass, würde ich sagen. Komm. Ja, habt ihr oben die Isolatoren schon gesehen? Die Isolatoren? Isolatoren. Da wo, ne? Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und unterschiedliche Farben bei den Kabeln. Wir hatten gerade grün, hier haben wir blau und rot. Warum auch immer. Und hier hat man in den Stollen oder in dem ehemaligen Tunnel dann auch einen Raum eingefasst. Obendrauf sehen wir noch die Asbestverschalung, schwarz angemalt, nochmal doppelt giftig. Und schaut euch mal den Raum. Also Temperatur ist rapide gefallen. Ich würde sagen, wir sind jetzt locker bei 17 Grad. Draußen hatten wir gerade 23, ist so deutlich merkbar. Insbesondere, wenn man nur ein T-Shirt anhat, wie ich. Aber alles noch im absolut guten Rahmen, weil wir bewegen uns ja auch und dann passt das schon. So, nochmal der Blick zurück und ein bisschen Lichtspiel. Und schaut euch das mal an. So, wir wagen mal einen Blick in den anderen Tunnel. Einmal nach da und natürlich noch einmal zurück. Und hier seht ihr, hier hat es nicht gebrannt. Und dann ist der Stein auch sofort heller. So, auch hier haben wir wieder einen Raum. Befestigungen. Und das scheint auch alles mal bestrichen worden zu sein. Entweder mit Bitumen oder Teerfarbe. Ich meine, die beiden Materialien sind ja sehr nah beieinander. Der Raum war auch geschlossen. Man hat ihn hier aufgebrochen. Und mittlerweile ist hier wirklich sehr weicher Puder entstanden. Und man hat hier auch, seht ihr das? Tropfen von da oben. Also wenn es mal draußen sehr warm ist, dann könnte es hier zu Kondensationen kommen. Und überall auch immer etwas Verbruch. Und hier hat man sogar sehr viel Verbruch. Eine hohe Anzahl von Steinen, die hier runtergekommen sind. Auch wenn der Stein sehr weich ist. Wenn man den Stein hier abbekommt, da hilft auch kein Helm. So, hier haben wir eine größere Durchreiche. Hier hat es auf jeden Fall gebrannt, seht ihr das? Nochmal der Blick zurück. Zwei Leute hinter uns, zwei Leute vor mir plus Hund. Da seht ihr das. Auch hier die ehemalige Befestigung noch gut sichtbar und gut vorhanden. Auch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wie gesagt, eine Untertageverlagerung der Nazis, um hier geschützt Flugzeugteile zu montieren. Weiter. Und so, hier nochmal einige Details auf dem Boden. Das Rohr und hier die Nische. Höchstwahrscheinlich für Kabel. Und hier gibt es sogar noch einen Haken, damit das Kabel nicht runterfällt. Und hier sehen wir das ummantelte Kabel in Rot. Das macht schon fast den Eindruck, weil Plastik in der Form hatten sie ja damals nicht, dass es vielleicht sogar noch eine Nachnutzung gab. Ja, normalerweise recherchiere ich das ja immer und mache es dann in den Anfang, in das Intro. Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, euch das auch noch als Intro mit als Information zu geben. Interessant sind hier diese Schlaufen. Das bedeutet, man hat also hier irgendwas auch montiert. Vielleicht sogar, schaut euch mal an, Folie,
dass man diese einzelnen Bereiche jeweils mit diesen Drahtgeflechten in einzelne Bereiche unterteilt hat und vielleicht für die Champignonzucht genutzt hat. Das ist aber nur Mutmaßung. Und hier sehen wir nochmal die Funktionsweise des ehemaligen Ursprungstunnels, nämlich hier dieser Bereich, wo man dann, wenn der Zug oder das Auto, wahrscheinlich eher Zug, reinkam, dass man auch zur Seite springen konnte und dass der Zug da ganz normal weiterfahren konnte. So, wir gehen weiter in das Bauwerk rein. Ich meine mich zu erinnern, 900 Meter in die eine, 900 Meter in die andere Richtung. Auch hier wieder die Unterteilung in verschiedene Bereiche, sprich Räume. Und hier sehen wir mal so ein Drahtgeflecht von Nahen. Das scheint auch neuer zu sein. Hier gab es auch mal eine Tür. Schaut euch das mal an. Schon sehr spannend. Und hier Glaswolle, Dämmwolle. Das bedeutet, es gab sicherlich eine Nachnutzung. Auch hier überall Dämmwolle auf dem Boden. Ja, wie ihr wisst, oh, das müssen wir uns mal kurz angucken. Schaut euch das mal an. Hier sehen wir noch ein Relikt der NS-Zeit, ganz klar. Das ist Originalrelikt mit Keramikeinfassung, mit diesen Schlagnägeln. Das ist schon super. Das ist schon wirklich super. Genau, was ich sagen wollte, nach dem Krieg waren natürlich Wohnungen, Häuser und weitere Objekte, wo man Unterschutz finden konnte, rar besät. Auch nochmal hier Kabelhalterung. Sodass viele Menschen natürlich auch ja, in den Bunkern oder vielleicht sogar in diesen Uferlagerungen Schutz finden mussten, weil deren Heim bombardiert wurde und auch zerstört wurde. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in anderen Ländern tobte der Krieg. Es war ja ein Weltkrieg, wie ihr wisst, der zweite. Und dementsprechend war die Hälfte der Welt oder vielleicht sogar noch mehr zerstört, katastrophal damals. Und deswegen gab es Menschen, die sind dann auch in solche Bauwerke reingegangen und haben hier gewohnt und übernachtet. So, hier riecht's gut. Das lassen wir aber nicht zu. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. So, hier mache ich noch mal ein bisschen mehr Licht. Schaut euch das mal an. Also Marauder ist momentan die stärkste Taschenlampe auf dem Markt, die man auch noch gut handeln kann. So sieht die aus. 14.000 Lumen strahlen gerade. Und tatsächlich sind 14.000 Lumen maximal schon manchmal zu wenig. Schaut euch mal an, der Fußboden hier. Da müssen wir wirklich keine Sorgen haben um den Hund. Das ist alles easy. Und wenn ich merke, dass er irgendwo mal ein bisschen zu lange ist, dann kümmere ich mich natürlich sofort drum. Das ist nämlich mein Ein und Alles. So, eine alte Lampenfassung. Und hier seht ihr, die Theorie könnte stimmen, dass die Räume unterteilt wurden mit Plastik und dass das halt aus der Nachkriegszeit ist, weil da noch Plastik vorhanden war. Und beim ersten Mal, haltet euch fest, ich meine jetzt nicht das erste Mal, aber bin ich hier komplett alleine reingegangen. Und das war schon spooky. Auch hier wieder ein Stecker. Ja, also ja, seht ihr schon, wir sind jetzt schon, ich guck mal auf die, sind jetzt schon ungefähr 15 Minuten in dem Video dabei. Keine Ahnung, ob ich einen One-Shot draus mache oder ob ich schneide. Aber ich sehe jetzt ungefähr schon 15 Minuten auf meiner Uhr. Und das ist ja eine Richtung. Und wir sind vielleicht in der Hälfte angekommen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie gruselig das ist, wenn man hier komplett alleine reingeht. Na, Diego? Kommst du mit? Kommst du fein? Komm. Und hier sehen wir noch ein paar Relikte, aber nichts Spannendes. Ein paar Holzkeile. Sieht ein bisschen aus wie von einem Fass, von einem Ölfass. Und Bänke, das könnten Bänke gewesen sein.
dass sich hier die Arbeiter vielleicht aufgehalten haben. Hier finden wir nochmal diesen Stecker. Ein Gitter, komplett verrostet. Und auch hier gefühlt gebrannt. Ich weiß noch, der andere Tunnel, der war heller. Und da schauen wir gleich mal, wie das ist, wenn wir auf den Rückweg gehen. So, Taschenlampe ist noch voll. Und hier rechts sehen wir eine Tür, eine doppelflügelige Tür. Vielleicht für Sprengstoff damals oder für andere wichtige Materialien, wo nicht jeder Zugriff dran haben sollte. Das waren ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, diese Möglichkeiten für das Personal, dann sich in Sicherheit zu bringen, wenn der Zug kam. Schaut euch mal hier, wie einfach das damals gewesen ist, diesen Stein zu bearbeiten. Schon spannend, oder? Finde ich mega. So, und ihr habt es ja an den Temperaturen bzw. an der Helligkeit draußen gesehen. Wir sind natürlich außerhalb der Fledermaus-Schutzzeit drin. Da legen wir auch sehr großen Wert drauf, dass wir solche Bauwerke natürlich außerhalb der Fledermaus-Schutzzeit betreten. 1.10. bis 31.03. sind solche Anlagen für uns tabu. Und das könnte hier ein Wachhaus gewesen sein oder vielleicht eine Toilette. Wer weiß. Schau mal da oben. Und schaut euch das mal an. Ich mach mal das Licht aus. Wow, das sieht schon... Mach mal dein Licht voll an. Das ist schon episch, oder? Machen wir auf jeden Fall gleich noch ein paar Fotos. So, schaut euch das mal an. Ich habe ja die ganze Zeit von mir aus das Licht angemacht. Jetzt haben wir mal eine Person im Größenvergleich. Und das ist schon spannend, ne? Du warst hier noch nicht drin, ne? Nee. Und gefällt? Cool. Schön. Das ist gut. So, jetzt auch wieder gebrannt. Also man kann das Ende immer noch nicht erkennen. Und ich würde sagen, damit ihr nicht den kompletten Berg euch anschauen müsst, weil das seht ihr selber gerade, es wiederholt sich doch sehr stark. Hier gibt es einen Weg zum Luftaustausch oder aber natürlich auch, um rüberzukommen. Der Ferenc hat hier gerade was wirklich sehr Spannendes entdeckt. Malheur Jean steht hier, glaube ich. C. Und mit hoher Sicherheit, man kann es natürlich nicht genau sagen, hat sich hier damals ein Arbeiter, vielleicht ein Zwangsarbeiter, verewigt, der hier seine Initialien bzw. seinen Namen hinterlassen hat. Da ist auch was. Okay. Scheint auch ein bisschen älter zu sein, ne? Also hier haben wir eine 7 und hier haben wir ein Kreuz und darunter ist ein IV. Das ist wahrscheinlich römisch. Ja, also lohnt sich immer auch, die Wände sich anzuschauen. Hier haben wir auch 1908. Ich habe es jetzt schwierig zu erkennen. Ne? Ja, ne? Frage ist nur, was steht da? Ja. Hier gibt es noch einen Verbindungstunnel. Wollte ich euch gerne zeigen, weil der ein bisschen anders ist als die anderen. Hier geht es nämlich einmal hoch. Gibt auch so Treppen. Aber sonst ist die Funktion identisch mit den Übergängen, die wir sonst gesehen haben. Nee, tatsächlich ist es hier komplett verkohlt. Aber das nur als ganz kurzer Spoiler. Wir bleiben ja auf der anderen Seite und gehen dann über den anderen Tunnel zurück. Und hier sehen wir noch eine Handkordel oder sowas ähnliches. Na, hast du auf mich gewartet? Komm. So. Und da hat er Spaß, der kleine Mann. Schön. Mit 13,5 noch so gut drauf.
wenn ich umgerechnet in seinem Alter bin, wenn ich dann noch so gut drauf bin, dann freue ich mich. Aber solange freue ich mich, dass er noch so gut drauf ist. Und der tanzende Olli. Was steht da? 240 Meter. 187. Der 18.07. Was steht da? Ist das eine 5 oder ist das eine 6? Verkehrte 6. Was? 240 Meter. 240M. Und BANJ. Und da geht der Pfeil. Siehst du das? Das bedeutet, das ist hier, man sieht es auch, das ist ein bisschen Plan gemacht und dann hat man die Meterzahl nach links reingetragen plus das Datum, das wir aber leider nicht lesen können. Das bedeutet, wir haben noch 240 Meter in diese Richtung, können es aber nicht erkennen. Schaffen wir das heute noch? Sehr gut. 18.57 vielleicht. Niemals. Also Leute, wir haben nochmal hier ein, wie nennt man das? Also wir haben auf jeden Fall hier nochmal eine geschliffene Wandformation gefunden und auf dieser Wandformation können wir jetzt Details erkennen, die wir drüben nicht erkannt haben. Ich zeige euch die mal. Schaut euch mal an. 17.01.57 und da sehen wir 315 Meter und der Pfeil geht diesmal nach rechts. Ne, der geht auch nach links. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall mehr geworden. Wir hatten ja gerade 240 Meter. Bedeutet, dann ist das wahrscheinlich so, dass wir schon 240 Meter rein sind und jetzt 315 Meter hinter uns haben. Bedeutet also, wir wissen gar nicht, wie weit wir noch gehen müssen. Ich bin mal gespannt. So, auch hier wieder ein Fass. Und hier sehen wir noch eine ehemalige Box. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Box. Und man hat hier sogar ein Katzenlicht angeschlossen, damit man da nicht auffährt. Und hier haben wir wieder einen Durchgang. Entschuldigung. Und so, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Die anderen beiden waren gerade ein bisschen weiter hinten. Oh, Auswaschung, ne? Die sind schön. Ja, kann man auf jeden Fall mal filmisch oder fotografisch festhalten. Immer wunderschön. Die gibt es entweder durch Betonauswaschungen, durch den Kalk, der über die Jahrzehnte ausgewaschen wird, oder natürlich auch naturell. Und wir sind ja hier in einem natürlichen, von Menschenhand vorgetriebenen Tunnel, aber ohne Beton. Hier ist kein Beton verarbeitet worden, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Das ist natürlich, ne? Das ist natürlich. Das ist natürlich, genau. Also der Boden ist auf jeden Fall sehr kalkhaltig, sonst würde das so nicht funktionieren. Entweder passiert das halt, dass Beton verarbeitet wurde oder wie in diesem Fall dann natürliches Gestein mit einem hohen Anteil. Und es scheinen auch Frösche hier zu sein, weil Diego geht richtig krass auf Frösche ab. Und auch hier nochmal eine Plakette, das hatten wir noch gar nicht, mit der Zahl 49 bzw. 42. 42 steht da drauf. Ob das mit dem Jahr 42 zu tun hat, bezweifle ich. Dafür ist es noch in einem viel zu guten Zustand. So, und Kollegen wollen versuchen, dass man mal durchschaut durch dieses Miniloch. Hör, hör! Gehen auf seine Schultern. Spannend. Ja, Diego ist. Also ihr seht, wir machen alles, um die letzten Geheimnisse des Bauwerks auch zu erforschen. Aber natürlich alles hochprofessionell, wie ihr gesehen habt. Der eine ist professioneller Räuberleitermacher und der andere ist Kletterschulterer. Ein bisschen Spaß muss auch sein. So, auch hier wieder Favorite. Leuchte mal mit dem Leuchtstrahl hier hin, bitte. Mit dem Leuchtstrahl hier leuchten. Und beweg mal deine Lampe. Also man kann hier wirklich schöne Lichtspiele machen und also wir sehen das Ende immer noch nicht. Ich schaue mal auf meine Uhr. Wir haben jetzt
12.000 Schritte gemacht. Wir sind jetzt locker schon 25, 30 Minuten hier drin, vielleicht sogar auch 40. So unter der Erde ist es schwierig, auch wirklich die reale Zeit abzumessen. Ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt, aber ihr seht ja selber, wie lang das Video ist. Ich werde nicht viel wegschneiden, weil ich an den richtigen Stellen die Kamera ausgemacht habe. Bilder an, Leute. Schaut euch mal dieses Gebilde an. Man sieht hier Schimmelpilz und das Tauli. Das originale Tauli von South Park. Wanna get high? Das originale Tauli, Leute. So. So, meine Freunde. Also, wir sind jetzt, glaube ich, am Ende des Tunnel 1. Deswegen habe ich den Diego auch mal an die Leine genommen, weil ich aus der Erinnerung noch weiß, es ist nicht ganz so sauber und sind auch ein paar scharfe Gegenstände da. Also ich würde sagen, wir sind jetzt locker mal 35, 45 Minuten in die eine Richtung gegangen. Ich verlinke euch nochmal hier oben, wie lang der Tunnel damals war. Ich versuche auch noch ein paar Zeitinformationen zu geben. Da werde ich ein bisschen Musik einspielen und einfach mal das Bauwerk auf euch wirken lassen. Aber vorher zeige ich euch auf jeden Fall nochmal den Ausgang. Mal schauen, ob der auf ist. Und ja, quasi das Ende des Tunnels, beziehungsweise je nachdem, wo man anfängt, den Anfang. Diego ist an der Leine und wir gehen jetzt gemeinsam los. So, und leider, leider, leider. Viele Jugendliche haben hier Party gefeiert. Und es ist noch da. Es ist noch da. So. So, ich guck mal auf den Boden. Würdest du den Hund einmal nehmen? Ja. Weil hier sind Scherben auf dem Boden. Deswegen würde ich einmal kurz abfilmen und dann komme ich wieder. Und dann hast du alle Zeit der Welt. Also hier scheint damals die Küche gewesen zu sein. Vielleicht ist sie auch nachträglich eingebaut worden. Auf jeden Fall hat man sie jetzt auch als Getränkeausgabe für verschiedene Partys genommen. Und schaut euch mal an, hier ist noch das Dach eines Oldtimers. Es ist ja häufig so, dass in Uferlagerungen in Belgien, Luxemburg, Frankreich Autos noch komplett drin sind. Hier ist das Auto nicht mehr komplett vorhanden, sondern es ist komplett verrostet. Aber man kann es doch ziemlich gut erahnen und erkennen. So, last and least gucken wir uns natürlich noch das Ende des Tunnels an. Der wurde komplett verschüttet. Schaut euch das an. Weiter brauchen wir auch gar nicht gehen. Gehen wir lieber wieder zu dem Hund zurück. So, die machen jetzt ihre Fotos und Videos. Und wir gehen jetzt auf die andere Seite des Tunnels. So, das ist die andere Seite des Tunnels. Der Kollege macht schon oder hat schon seine Kamera aufgebaut. Und wir gucken uns jetzt einmal den Tunnel von außen an. Wie gesagt, die eine Seite, habt ihr gesehen, ist verschlossen, verschüttet. Aber die zweite Seite und hier ist sogar noch das Tor. Schaut mal an, diese Bleche, das alte Tor. Ist schon spannend. Auch hier wieder das Eingangsbauwerk betoniert bzw. mit Steinen zu. Und hier kommt man dann halt von der anderen Seite rein bzw. raus. Und wir befinden uns jetzt endlich wieder im Warmen. Ganz schön warm, oder? Ja, kriegst du direkt einen Schock. So, und da sehen wir das Bauwerk. Schaut euch das mal an. Und da hinten ist halt das Fort, das beliefert wurde, hier über diesen Tunnel. Und da vorne ist der zweite Eingang, aber der ist ja verschüttet. Ja, dann würde ich sagen, hat es dir einigermaßen gefallen? Es war sehr nett, ansprechend, es war hier. Ansprechend, ja. Schön, das freut mich. So, meine Lieben, dann sehen wir uns gleich wieder drin, wenn wir hier fertig sind mit den Fotos. So, dann gehen wir wieder rein. Diego, komm! So, Hund muss natürlich mit. Ja, und er kommt auch. So, Kollege macht da hinten schon mal Videos bzw. Fotos. Die anderen sind noch rauchen. Sehr ungesund. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Rauchen ist uncool. Das sieht schon spannend aus. Oben ist schwarz und unten bzw. auf etwas höher als Kopfhöhe. Es ist hell und es ist richtig, richtig kalt. Also draußen ist es schön warm, aber hier ist es richtig kalt. Diego, komm! Komm! Diego! Hey! So, also, wenn das jetzt sehr laut für euch ist, dann liegt das daran, dass der Diego taub ist. Der ist halt 13,5 Jahre und deswegen muss ich immer ein bisschen lauter rufen. Das ist nochmal der Blick zurück. Und das ist nochmal der Diego. Komm! Und wir gehen jetzt
in das Bauwerk herein. Und ihr seht, es sieht direkt anders aus. Ich gebe euch noch mal ein bisschen mehr Licht, damit das Bild auch weniger rauscht. Und das sieht schon spannend aus. Oben ist dann der Ruß von der Verbrennung, hat sich abgelagert. Aber die Wände sind weiß. Hier haben wir noch mal eine Verbindung. Da waren wir ja gerade, haben wir komplett gesehen. Und den Rückweg spare ich euch jetzt. Der ist nämlich relativ ähnlich. Es gibt noch so zwei, drei markante Stellen, die werde ich euch natürlich zeigen. Eine davon ist zum Beispiel, wo die Decke viel, viel höher ist. Das werde ich euch zeigen. Und natürlich gibt es noch ein, zwei Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die möchte ich euch auch unbedingt noch zeigen. Und ich hatte euch ja gesagt, ich werde jetzt ein bisschen die Kamera laufen lassen. Ich höre jetzt auf zu blabbeln, werde entweder nachvertonen oder einfach nur ein bisschen Musik laufen lassen. Oder vielleicht werde ich unten die Texte einblenden, damit ihr wisst, worum es in dieser Anlage damals ging. Okay, let's go! Gerne noch mitteilen. Und zwar werde ich jetzt immer häufiger gefragt, insbesondere nach meinem Video über den Regierungsbunker in Ahrweiler, was für eine Taschenlampe ich benutze. Und ich würde euch gerne mal kurz zeigen und mitteilen, welche Taschenlampe ich meistens benutze und auch heute. Es ist die Marauder 2 von Olight. Das ist sie. Ist ein bisschen groß, ich bin ehrlich. Also manchmal ist sie auch zu groß, je nachdem, in welches Bauwerk man reingeht. Aber dafür hat man ganze volle 14.000 Lumen, wenn es drauf ankommt. Und die kann man wunderschön regeln. Ich zeige euch mal die geringste Stufe. Jetzt sind wir auf der geringsten Stufe. Ein Hör, zwei Hör, drei Hör, vier Hör. 5 Hör und 6 Hör und 7 Hör. Genau, das sind 14.000 Lumen, Leute. Und ihr seht, der gesamte Stollen ist gerade schwarz. Trotzdem können wir ziemlich gut ausleuchten. Klar, die wird dann irgendwann auch warm. Sie hat hier diese Kühlkörper. Trotzdem kann man das nicht volle Pulle laufen lassen die ganze Zeit. Deswegen regelt man irgendwann runter, weil ansonsten der Akku natürlich auch schnell leer geht. Sie hat eine Anzeige für die Helligkeit auf der linken Seite, für den Akku auf der rechten Seite. Und richtig cool ist, dass man auch noch einen Beam hat für die Entfernung. Der Vorteil hier ist so ein bisschen wie so ein Laserbeam, strahlt nicht nach links und auch nicht nach rechts ab. Bedeutet, die Bauwerksinnenteile, hier sind sie natürlich gerade schwarz, wenn sie weiß wären, reflektieren nicht. Und wenn man hier so auf den Boden guckt, hat man auch die Möglichkeit, im Dunkeln relativ unbemerkt dann auch zum Lost Place zu kommen. Ich bin mega überzeugt. Preis ist allerdings ein bisschen happig. Ich glaube, 440 kostet die aktuell, ne? Sale 277. Genau, im Sale kostet die manchmal ein bisschen weniger. Aber so grundlegend muss man für diese Lampe richtig viel Geld hinlegen. 440 Euro. Aus meiner Sicht ist sie das aber wert. Meine sieht schon richtig runtergekommen aus. Ich habe das mal gesehen, auch mein, mein Plexiglas vorne ist schon richtig räudig, aber ihr seht gerade,
das tut der ganzen keinen Abbruch. Die Kollegen von mir, die benutzen alle die Marauder Mini. Und ich zeige euch einfach mal den Vergleich, wie ich mit meiner umgehe und wie seine neue aussieht. Und er hat sogar die Marauder Mini. Wie viel Lumen hat die? 9000. Und wir machen mal einen direkten Vergleich. Drehen wir voll auf. Das sind 9000 Lumen. Mach mal aus. Und das sind 14.000 Lumen. Meine, ja, der hat recht. Meine zeigt nicht mehr die maximale Helligkeit, weil sie zu heiß ist. Das sind 14.000 Lumen. Und zeigt nochmal die 9.000. Das sind 9.000 dagegen. Ihr seht, 9.000 reichen für, das sind beide zusammen, in der Regel natürlich voll aus. Zeigt mal bitte die drei Farben von der Mini. So, wir haben hier auch RGB mit an Bord. Das ist rot, auch extrem hell. Dann haben wir grün, kommt jetzt auf dem Video nicht so krass rüber, liegt aber sehr stark natürlich auch daran, dass wir hier schwarzes Gestein haben und auch blau. Und ich schaue mal direkt rein und jetzt wechsle bitte noch einmal die Farbe für uns. Das ist rot und da seht ihr einfach, für ein LED ist diese Lampe unfassbar hell und auch den Beam hat sie an Bord. Allerdings ist er hier rund, ich habe hier einen viereckigen und ihr seht einfach, die Lampe bringt es auch richtig und ich würde sagen, diese Lampe deckt alles ab, wo man extrem viel Licht benötigt und auch kein Problem hat, mal etwas Dickes und Schweres in der Hand zu haben. Der Vorteil an der Marauder Mini ist, dass man eine sehr, sehr kleine Taschenlampe in der Hand hält mit einer sehr guten Akkuleistung und auch mit einem sehr hohen Lichtausbeute plus natürlich das Thema RGB. Kann für Fotos und Videos richtig spannend und interessant sein. Und wo liegt die aktuell, Normalpreis? Ich glaube 210 Euro ungefähr. Ja. Aber wie gesagt, ja. Macht hier nichts falsch. Ich habe die hier geschrottet, die 400 Euro. Ja. Und die haben die mir umgetauscht ohne Probleme. Also, Kollege hatte Probleme mit seiner Lampe. Er konnte nicht mehr laden. Er hat OLED angeschrieben, die haben gesagt, schick ein. Und die haben die nicht repariert, sondern die haben eine nagelneue Taschenlampe geschickt. Auch wenn ich meine Taschenlampe einsenden würde, würde ich eine neue bekommen. Und deswegen sage ich, nicht nur aufgrund der Lichtausbeute, und da gibt es nichts Vergleichbares, Diego, ist für mich OLED die beste Wahl, sondern halt auch vom Kundenservice. Also von daher, checkt die einfach mal aus. Ich guck mal, ob ich euch einen Link irgendwie mit reinpacke. So, meine Freunde, also wir befinden uns jetzt wieder am Eingang, sind fast draußen, aber wir haben gerade ein bisschen philosophiert und vielleicht kann eure Schwarmintelligenz ein bisschen helfen. Wir sind uns nämlich nicht 100% sicher, ob es sich wirklich um ein Förderband handelt oder vielleicht um einen Brain Carrier. Deswegen zeigen wir euch gleich nochmal genau en Detail, wie dieses Element aussieht und was es sein könnte, werden wir ein bisschen drüber philosophieren. Und ich habe hier noch eine alte Inschrift entdeckt. 30.12.84 Firme Eddy. Firse N. Eddy oder so steht da. Ich habe nicht genau lesen können, was da steht. Aber das könnt ihr vielleicht auf dem Video besser erkennen. Häufig ist das ja so, dass man aufgrund des Kontrastes es einfach besser erkennen kann. Und der Diego hat das gesehen. Oh, ey, Favorite, komm mal her. Ich habe hier noch was entdeckt und der Hund markiert das Kreuz. Der Hund markiert das Kreuz, der soll aber nicht da drauf stehen, aber ich weiß nicht, wie ich den runterkriege. Diego, komm mal runter. Oliver, ja. Dreh mal bitte die Platte um. Ja. Diego. Nee, also schon an die Wand. Denn diese, ach nein, schade. Hier gibt es nämlich noch irgendwo eine Platte, wo technische Bauteile dran montiert waren, Schalter und so weiter. Die wurde wahrscheinlich geklaut. Das ist ja sehr schade. Aber Diego hatte Bock. So, ich guck mal, ob wir das dahinter finden, weil das ist eigentlich mit eins der Highlights gewesen. Und hier, das ist der zweite Ausgang. Den sparen wir uns aber jetzt. Leider. Also eins der wichtigsten und schönsten Elemente ist leider gestohlen worden. Schade, das hätte ich euch gerne noch gezeigt. Vielleicht finde ich noch ein altes Foto oder so. Dann würde ich das nochmal einblenden. Habt ihr den Hund? Alles klar. Gut.
So, und jetzt gucken wir uns mal dieses Bauwerk an. Wo ist der Hund? Kannst du darauf aufpassen? Wir wollen noch mal hier einmal über dieses Gebilde schauen. Also es gibt hier zwei Meinungen zu den Leuten. Der eine sagt, das ist eine Förderschnecke. Und der andere sagt, das könnte auch das Chassis von einem Brand Carrier sein. So, weil die Wand, sagt er, ist ziemlich dick. So, aber erstmal. Kommt er? So, Hund kommt. Wie gesagt, Diego ist ein bisschen schwerhörig. Wir müssen also immer ein doppeltes Auge auf den Hund haben. Warum ich denke, dass das eher eine Förderschnecke war, ist, dass hier das Förderband drüber lag. Aber tatsächlich fehlt ja hier dann eigentlich so eine Stabilisierung. Auf der Länge würde ich auf jeden Fall eine Stabilisierung einbauen. Die ist hier nicht vorhanden. Die Frage ist, war der Brand Carrier zweiachsig angetrieben? Boah, das ist eine gute Frage, Leute. Also, mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, was ihr denkt. Ist es das Chassis eines zum Beispiel Brand Carriers oder ist es ein Förderband für Bauwerke? So. So, und das ist der Weg raus. Und schaut euch mal das wunderschöne Wetter noch an. Ja, ja. So. Danke schön. Und schaut euch mal dieses Wetter an, Leute. Und wir waren da drin. Kannst ihn loslassen. Dankeschön. So, meine Leute. Also, das war Operation Schwalbenschwanz, oder? Uferlagerung Schwalbenschwanz, glaube ich, hieß sie. Wenn nicht, dann würde ich das nochmal korrigieren. Ich habe so ein kurzes Gedächtnis. Tut mir so leid. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Wir haben schöne Videos, schöne Fotos machen können. Auch mal wieder Zeit mit Freunden, die man nicht ganz so häufig sieht. War toll. Die gucken sich jetzt quasi noch das Fahrgestell an. Ich wollte es eigentlich gerne mit ihnen zusammen machen. Aber die Sicherheit des Hundes geht immer vor, wisst ihr. Und ja, das war es auch schon für dieses Video. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da. Das kennt ihr alles. Brauche ich euch gar nicht so häufig sagen. Ja, ich bin raus. Euer Random Life. Und bis zum nächsten Mal.